Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, ich dachte, da ich ja jetzt vor geraumer Zeit mal davon erzählt habe, dass ich einige neue Dinge habe, dass ich euch die dann auch mal zeige, damit ihr das wisst, wovon ich überhaupt rede. Also, ich fange jetzt mit der Webcam, mit der ich dieses Video aufnehme, an. Und das ist dieses hier. Das ist von Logitech und ich muss zugeben, der Grund, warum ich es gekauft habe, ist zum einen, weil es dafür sorgt, dass selbst in den dunkelsten Zimmern ein bisschen Beleuchtung herrscht. Wobei ich glaube, ich würde da noch tatsächlich ein zweites Licht gerne aufbauen oder so. Aber das muss ich noch sehen. Ich bin ja gerade erst am Anfang. Und der zweite Grund ist wegen diesem hier. Das ist ein Schalter, den kann man darüber ziehen und dann ist die Kamera abgedeckt und dann kann sie keine Videos aufnehmen und nichts. Und natürlich, weil sie rosa ist. Ich gebe es zu, ich wollte sie einfach rosa, weil sie dann besser in meinen Salon reinpasst und das dann einfach farblich schöner aussieht. Ja, ich gebe es zu. Ja, weiter mache ich mit meinem neuen Mikrofon. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das ist das hier. Und ja, das. Die Verpackung, damit ihr immer wisst, was dran, also falls ihr es nachkaufen möchtet, das ist ja. Ja, das gab es noch in Schwarz oder in Weiß, aber wie gesagt, das in meinem Salon sein soll, fand ich dann rosa einfach farblich passender und schöner und habe auch da mich für rosa entschieden und ja. Was kann ich über die beiden Geräte bisher so sagen? Also ich muss sagen, die Webcam, die gefällt mir sehr gut. Die Bildqualität, auch das einfach vom Handling. Man steckt es in den USB-Eingang. Sind beide übrigens USB-fähig. Also wenn man das Logitech-Programm hat, dann kann man da noch ein bisschen Einstellungen machen. Wenn man es nicht hat, dann halt nicht. Und ja, und dann ist es halt dementsprechend, läuft einfach dann die Geschichte. Und das finde ich schön, weil es einfach schnell gemacht ist. Es ist einfach, es ist keine große Überlegungszeit. Und ja, es gefällt mir dann schon extrem. Ja, weil ich wollte was haben, was ein bisschen die Qualität verbessert, was aber nicht dabei unbedingt so ist, dass ich dann stundenlang erstmal Aufbau habe und Umbau und überhaupt und sowieso und nee, das wollte ich nicht. Also habe ich mir was geholt, was einfach ist und auch erstmal nur so einen einfachen Schritt von 700p auf 1080. Und wer weiß, vielleicht irgendwann dann mal in 4K, aber das ist jetzt noch weit, wow, das ist weit in der Zukunft. Ja, was kann ich zum Mikrofon sagen? Das Mikro ist nicht direkt zum Benutzen. Wie gesagt, ich habe das, hat es dann mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Man kann hier das Licht, je nachdem, welche Farbe man haben möchte. Und ja, ich mag das, heißt das Rosa am liebsten, weil ich das jetzt gerade schick finde. Dann kann man hier, glaube ich, die Lautstärke vom Mikrofon einstellen. Hier kann man einstellen, wie laut man den Kopfhörer haben möchte oder so. Ich weiß ja noch nicht, wie das funktionieren soll. Und hier ist Echo. Und mit Echo klingt man halt extrem, wirklich extremst danach, dass man, als ob man in der Kirche ist und so dieses sowas in der Art. Also war da den totalen Hall. Ich habe jetzt Echo zum Beispiel bei mir komplett ausgemacht. Ich weiß gar nicht, wofür man Echo braucht, aber gut. Das Mikro ist auch für professionelle Sänger und sowas. Also könnte dafür sein. Und ich weiß einfach nicht, weil ich das nicht bin, nicht was das so soll. Cool, der Flusel. Ja, und dann habe ich das auf jeden Fall habe ich das dann ausgemacht und jetzt finde ich, dass die Tonqualität sich immens gesteigert hat. Und ich freue mich vor allem, weil ich bisher oft das Problem so gefühlt hatte, dass die Videos auf meinem Kanal viel zu leise waren. Und jetzt hoffe ich mir durch dieses Mikro, dass die Videos etwas lauter werden. Ja, dann ist es heute
es ist ein kleines Update, habe ich heute auch dieses, also das ist diese Munddusche, von der ich euch bei meinem letzten Video vom Zahnarzt erzählt habe. Und inzwischen habe ich die jetzt, also die Akkulaufzeit ist 40 Tage, es hat 3 Reinigungsprogramme. Es hat irgendwelche Behandlungs-, also Vorteile. Ich glaube, ich muss vielleicht noch einen Innenraum machen. Aber auf jeden Fall, was ich sagen kann, ich habe sie jetzt heute gerade mal probiert, weil ich wollte ja nicht, dass ich irgendwie euch hier was erzähle, was dann ist. Und so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich gekauft, das ist so toll, aber habe es nie selbst probiert. Das stimmt nämlich nicht. Habe ich jetzt probiert. Und ich muss sagen, ich fand die, also ich bin jetzt auf der Einstellung Massage. Oh, vielleicht sollte ich gründliche und effiziente Reinigung der Zahnzwischenräume und des Zahnfleisches mit hoher Intensität. Sanfte Reinigung der Zahnzwischenräume und des Zahnfleisches mit geringer Intensität. Säubert die Zahnzwischenräume und massiert gleichzeitig das Zahnfleisch mit höherer und niedriger Intensität im Wechsel. Also ich habe auf jeden Fall auf Massage, das ist das letzte, habe ich das gemacht, weil die anderen zwei waren mir noch ein bisschen zu stark. Und ich muss jetzt sagen, es fühlt sich gut an, ist voll lustig, so vom Prinzip. Ich weiß noch nicht genau, also ich muss da noch so ein bisschen Übung gewinnen. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht nass geworden, was meine größte Angst war. Aber ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch nur erstmal hier so, weil laut Abbildung sah man die vorderen Zähne und dann geht es halt durch. Und ja, das habe ich jetzt halt dann auch so gemacht. Aber ich habe jetzt nicht auch von der Seite, also von innen raus nach draußen. Das war, habe ich jetzt nicht gemacht, war jetzt aber auch nicht in der Beschreibung. Ja, an sich finde ich es ein gutes Gerät. Es macht mir, ist relativ angenehm. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt so nach dem Putzen so ein bisschen so einen Druck auf dem Zahnfleisch. Meine Oma hat gesagt, das sei normal, das sei, wenn mein Zahnfleisch die Reinigung noch nicht gewöhnt ist. Und wenn ich das dann eine Weile mache, dann würde das besser werden. Ich werde euch irgendwann mal, wenn ich dann dran denke, sagen, wie es sich das entwickelt hat. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch soweit so erzählen konnte. Eine Sache war noch, die habe ich noch als Bonus, ist dieses neue Tablet. Ich habe ein neues Tablet, weil ich einfach ein Tablet fürs Bett haben wollte, so was Kleines, was Leichtes, wo ich Mama sagte, aber das ist doch gar nicht leicht. Und jetzt gerade eben, wenn ich so hochhebe, muss ich auch zugeben, es ist nicht leicht. Aber zu dem Tablet gibt es tatsächlich auch eine lustige Geschichte. Aber die erzähle ich euch in einem anderen Video. Darum schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr euch diesen Monat so Neues oder die letzten 3-4 Monate gekauft. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.